Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder. Ich habe nochmal neu angefangen, beziehungsweise nochmal das Quicksave geladen, also nicht nochmal komplett von neu angefangen. Aber das Quicksave nochmal geladen und ihr seht, Fala ist nicht mehr vergiftet. Das Gift hat mir doch ziemlich zugesetzt gehabt. Also, ich habe da echt keine Chance mehr gehabt. Ich konnte das mit Idria verlangsamen, aber das war's dann auch schon gewesen. Es ist von alleine ist es nicht weggegangen. Also da sind wir dann immer gestorben. Oder wären wir immer gestorben. Ein Gegengifttrank haben wir leider auch nicht gehabt. Und ansonsten auch keine Chance gehabt, da irgendwie was zu machen. Und ja, deswegen musste ich tatsächlich nochmal neu laden. Ja gut, aber zum Glück durch den Quicksave war das nicht allzu viel. Wir sind jetzt hier unten in diesem Raum hier. Und da wollen wir jetzt mal nach Süden gehen. Und zwar hier durch. Da will ich jetzt einfach mal schauen, was haben wir denn da alles? Wir haben auf jeden Fall ein Feld. Also wir haben das Feld. Und dann haben wir da das nächste. Ah, das ist schon etwas länger, wie es aussieht. Also eins. Fünf Stück sind es auf jeden Fall. Eins, so, drei, vier, fünf. Und wir nähern uns das Ende der Karte. Das ist auch nicht so gut. Dann haben wir hier ein... eine weitere Spinne. Ah. Falsch. So. Wie war das jetzt? Das war jetzt... 1, 2, 3, 4... 6. Und der Pfeil ist weg. Okay, es waren 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Uiuiuiui. Kommt gleich die nächste Spinne. So. 1, 2, 3, 4, 5. Thanks. Und dann geht's hier so rum. Da bin ich echt mal überlegen, ob wir diesen Teil hier nicht auslagern. Lasst uns den mal, also diesen Teil hier, ich weiß nicht, wie weit es darüber geht, wenn ich den jetzt hierher mache. Lasst uns das einfach mal ganz kurz anschauen. Also hier geht's dann auf jeden Fall so weiter. Hier. Oh, die hält aber einiges aus. Wow. Stirbst du mir jetzt? Nee, du bist nur bewusstlos, glaube ich. Ich glaube, du bist nur bewusstlos. Und ich glaube, ich habe gerade gefunden, wo Pfeile hingegangen sind. Okay. Oh, was ist das Feines? Also jetzt geht es auf jeden Fall hierher. Eins, zwei. Und dann so ein Viererraum. So, auf jeden Fall. Und das ist ein Steinzepter. Schauen wir uns gleich an. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein bisschen aus hier. Und ja, bitte heilen. So, das muss jetzt erstmal langen. Wie sieht es essentechnisch aus? Noch in Ordnung. Du brauchst definitiv was zu essen. Bei euch anderen geht's eigentlich noch. Okay, sehr schön. Alles klar. Puff. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal speichern. So.
Gehen wir mal kurz auf die Karte rüber. Dann ist das jetzt alles hier so. Und dann hätte ich Folgendes vorgeschlagen. Wir machen jetzt hier zick, zick. Und machen in der Hoffnung, dass es da nicht groß weitergeht. Also, dass es nur nach unten geht. Also, dass das hier jetzt hier die Grenze ist. Sieht ja im Moment danach aus. Dann hätte ich nämlich gesagt, machen wir dann jetzt einfach mal Folgendes. Dann machen wir jetzt einfach hier. So. Moment. Dann machen wir das anders noch. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann ist das nämlich auch klar. Ja, und hier geht es dann weiter. So, dann ist das hier jetzt halt einfach mal quasi, ja, dann geht es von hier unten weiter hier. Also die zwei hier sind dann jetzt diese zwei hier. Ja, ich hoffe, das erkenne ich noch später, dass es so ist und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es vorhabe. Ja. Hallo, speichern bitte. Ah, jetzt hat er gespeichert. Sehr schön. Dann schauen wir uns mal ganz kurz noch an, beziehungsweise. Ich habe mich immer gefragt, wo die Pfeile hin sind, jetzt weiß ich es. So, was ist das mit diesem Steinzepter hier? Kann den Itria vielleicht benutzen? Und wenn ja, was kann sie damit machen? Das wird so nicht benutzt. Dann ist das vielleicht genauso wie dieses Ding hier. Kann sie das hier aber eigentlich benutzen? Nee, das geht auch nicht. Und solche konnte sie, glaube ich, ja auch nicht benutzen. Naja, gut. Okay. Müssen wir mal schauen, ob das noch irgendwie wichtig sein wird oder auch nicht. Ob das ein Questgegenstand ist oder sonst irgendetwas. Na gut. Also, jetzt geht es erstmal wieder hier runter. Jetzt sind wir wieder an den Stelle. Okay, hier geht's. Mist, jetzt geht's hier nach Westen. Ah, das ist jetzt blöd, das ist blöd. Da scheint es tatsächlich um einiges weiter zu gehen, oder? Ah, verdammt. Okay, das muss ich anders überlegen. Wie machen wir das anders? Ah, hätten wir. Hoppla. Ja, so arg viel Platz nach oben hatte ich ja auch nicht mehr. Wo geht's jetzt da noch überall hin? Würde das langen, wenn ich das hier oben hin mache? Oder geht es noch extrem viel weiter? Also, dass das hier irgendwie hier weitergeht und dann hier zurückgeht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht alles nicht so gut aus. Ja, das ist halt das Problem mit diesen Karten hier. Okay, dann probier mal anders aus. Dann sagen wir noch, Moment. Dann sagen wir noch hier runter. So, das sind dann jetzt 1, 2. Dann geht's noch. Dann geht's noch hierher. So, dann machen wir das nicht vielleicht so. Dann lasst uns vielleicht erst noch die andere Seite uns anschauen. Dann lasst uns vielleicht noch die Seite anschauen. Das waren jetzt nur vier Felder. Eins, zwei, drei. Genau bis. Hoppla.
Also bis hier runter. Dann ist das ja wenigstens mal so fertig. Dann kann ich vielleicht hier oben hier mal weitermachen. Okay. Ah, das Problem ist, umso größer ich diese Karte hier mache, umso instabiler wird das Programm. Dann stürzt es ständig ab. Und ich habe keine Ahnung, wie groß ich das machen kann. So. Ich habe es auch zu weit runter gemacht. Mist. Okay. Also. Dann geht es hier so weiter. Nach da oben, nach da unten. Halt. Moment. Ich komme von hier. Dann geht es hier noch weiter. Oh, ein Ring. Keine Ahnung, ob das ein guter Ring ist oder nicht. Auf jeden Fall, da ist dann fertig, wie es aussieht. Dann haben wir nur noch das Feld da hier unten. Und es ist auch eine Sackgasse. Okay. Und hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Alles klar. So. Okay. Dann ist auf jeden Fall dieses Teil hier hinten, dieses Teil hier unten, ist quasi fertig. Dann geht es noch hier irgendwo ein bisschen rein und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist dann alles eine Sackgasse. Also, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wie es jetzt hier ist. Und das da oben machen wir mal weg. Ich mache das mal schöner in Dings, in der Pause. Dann haben wir tatsächlich jetzt nur noch diesen Weg hier, wie es aussieht. Jetzt sind wir auf jeden Fall. Ach, wieder vergiftet. Das kann ich schon wieder vergessen. Mist. Ah, ich hasse das mit diesem blöden Gift. Haben wir den Ring jetzt schon? Nee, den haben wir noch nicht, natürlich nicht. Da hatten wir noch einen Pfeil. Ah, die dip. Da hatten wir noch den Ring. Keine Ahnung, ob der was bringt. Und hoppla. Und das war's dann hier unten. Okay. Ja, das Gift ist schon so nervig. Vor allem, wenn wir wenigstens einen Zauber oder Gegengifte hätten oder sonst irgendetwas. Aber das haben wir ja leider nicht. Hä? Wieso ist jetzt keine Spinne jetzt hier drin? Oh! Da sind sie. Hallo? Schlag mal drauf. Ah, das, manchmal ist es so zäh, dieses System. Hoppla. So rum. Okay. Wo kommen diese ganzen blöden Spinnen her? So, wenn ich es jetzt richtig sehe oder richtig gegangen bin, müssten wir jetzt an dieser Stelle sein, wo es hier, wo wir hier noch nicht weitergegangen sind, also an der hier. So, das heißt, jetzt müssten wir auf diesem Feld hier sein. Moment. Ja, das ist ja dieser Vierer-Ding hier. Genau, jetzt sind wir quasi. Wie war das? Und dann geht's.
Also jetzt immer hier. Dann müsste es hier so auf jeden Fall so weitergehen. Dann geht es hier weiter. Oder da unten weiter, richtig? Ja, genau. Puh. Dann gehen wir mal unten weiter. Das sind vier. Waren das jetzt vier mit Dings? Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. So, und das hier mal wieder. Und machen das Ding kaputt. Fünf. Da geht's hoch. Hier geht's weiter. Dann sind wir hier. Da geht's so weiter. Aha. Moment. Also jetzt sind wir hier. Da haben wir das Spinnweben. Geht's hierher, hierher, hierher und hierher. Ich könnte mir eine Sache vorstellen. Das ist wieder so eine, das ist wieder so eine Dings, so eine Tür, wie wir da oben gehabt haben. Wenn wir da durchgehen, geht das Ding zu oder so ähnlich jedenfalls, könnte ich mir vorstellen. So, auf jeden Fall haben wir da eine Tür. Und wir haben da. Moment, wie war das? Ja, das habe ich gar nicht eingezeichnet gehabt. So eine Druckplatte. Also hier hat man eine und hier hat man eine. Die habe ich gar nicht eingezeichnet gehabt. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Gehen wir mal ganz kurz hierher. Dann haben wir wahrscheinlich hier genau das Ding, um hier rüber zu kommen. Und das Ding geht dann hier in diesen Gang rein. So. So weit, so gut. Dann haben wir. Genau. Dann haben wir eigentlich nur noch diesen einen Weg hier. Der geht dann, Moment. Also 1, 2, 3, 4 Felder nach oben. 1, 2, 3, 4 Felder nach oben. Dann haben wir hier dieses Teil. Da haben wir dann eine Tür. Moment, wo haben wir's? Also wir haben auf jeden Fall hier wieder eine Druckplatte. Und da haben wir eine Tür. Sehr gut. So. Ja, interessant, ja. Interessant, wie das ja alles aussieht. Dann können wir hier reingehen. Das ist das hier. Und da haben wir ein Schlüsselloch. Haben wir noch einen Schlüssel gehabt? Und hier haben wir auf jeden Fall noch eine Tür. Bin ich verrutscht? Ist das vielleicht diese Tür hier sogar? Dass wir hier vielleicht wieder zurückkommen würden? Dass ich hier dummerweise gerade ein bisschen verrutscht bin? Ah. Haben wir einen Schlüssel? Ja, das scheint hier. Jetzt kommen wir wieder hierher. Wo war da genau? Okay, ich bin da verrutscht. Dann muss ich das mal ganz kurz ein bisschen anders machen. Ja, dann bin ich irgendwo verrutscht. Dann ist das ja irgendwie noch eine andere Sache. Moment. Dann sagen wir vielleicht einfach hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt.
oder ob das jetzt komplett falsch ist, was ich hier mache, dass wir das hier so haben. Und das so haben. So. Meine Überlegung wäre jetzt. Moment, gerade noch ein ganz kleines bisschen hier schöner machen. Also da unten geht es auch nochmal weiter. Da haben wir, waren wir auch noch nicht. Das könnten wir vielleicht noch, auch noch anschauen. Also hier scheint es im Moment nicht weiterzugehen. Das ist wieder so. Ich habe so einen Eindruck wie das ja. Du gehst durch die Tür durch, drückst da drauf und kommst dann nur wieder. Dann geht die Tür wieder zu und du bist hier wieder eingesperrt. Das heißt, man müsste von hier irgendwie anders herkommen. So, und da müsste man irgendwo noch so eine Leiter haben nach unten. Das heißt, da haben wir noch einen Raum, wo einen kleinen Raum oder so etwas, wo uns dann, wo wir dann rauskommen, wenn wir den anderen Weg genommen hätten. Interessant, interessant. Ja, das, ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir das mal aus, dass wir nochmal quasi hier hochgehen, hier rüber, da bla bla, und da runtergehen und dann einfach mal schauen, was da ist. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ansonsten können wir noch schauen, was da unten ist, ob es da noch weitergeht. Wenn ich meine Dinge richtig habe, dann kommen wir ja sowieso hier unten wieder hier raus hier. Dann können wir schauen, wo es da noch lang geht. Und ansonsten müssten wir da oben mal lang gehen. Ja, genau. Ich würde sagen, so sieht es aus, so sieht es ganz gut aus. Dann macht's mal gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.